Hey Leute, willkommen bei Wiederlader TV. Heute möchte ich euch mal vom Bushnell das Elite Long Range Hunter Zielfernrohr vorstellen, kurz LRHS. Eigentlich sollte ja mein nächstes Zielfernrohr wieder ein Vortex Viper PST sein, aber das mit dem gewünschten Absehen ist zurzeit nicht erhältlich und deswegen habe ich mir jetzt zur Überbrückung erstmal das Bushnell Elite geholt. Und ja, ich habe meine neue Waffe bei meinem Waffenhändler des Vertrauens bestellt und der hatte das zufällig da liegen. Ich habe durchgeguckt und war total verliebt. Ich habe mir das gekauft und bezahlt habe ich dafür 1100 Euro. So, dann schauen wir jetzt aber mal, was wir für das Geld bekommen. Das Modell ist übrigens das E3124H. Den Rest, den zeige ich euch gleich natürlich. Okay, wenn wir den Karton aufmachen, dann haben wir als allererstes natürlich das Zielfernrohr. Das kommt auch direkt mit Objektschutzkappen. Ich hole das Ganze mal hier aus der Verpackung raus. So, hier haben wir das gute Stück. Mit dabei ist natürlich auch noch ein kleines Handbuch. Dann haben wir einen Imbusschlüssel, den brauchen wir, wenn wir den Zero-Stop nachher einrichten wollen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine 2 Zoll lange Sonnenblende. So, und als nächstes gibt es dann ein paar Details in Wort und Bild über dieses schöne Zielfernrohr hier. So, dann fangen wir jetzt mal mit ein paar nackten Fakten an. Wir haben einen Rohrdurchmesser von 30 mm, eine Gesamtlänge von 34 cm, das Objektiv hat einen Durchmesser von 44 mm und wir haben ein Gewicht von rund 690 Gramm, also relativ leicht. Die ganze Verarbeitung ist als sehr hochwertig zu betrachten. Und abgesehen davon, dass ein Zielfernrohr in dieser Preisklasse das auch grundsätzlich mitbringen sollte, wundert mich das nicht wirklich, weil das Zielfernrohr, das wird in Japan hergestellt. Das zeige ich euch gleich mal. Und wenn mich meine Internetrecherche nicht auf eine falsche Fährte gebracht hat, dann lassen unter anderem Firmen wie Nightforce etc. auch bei dieser Fabrik die Zielfernrohre oder Teile davon fertigen. Aber wie gesagt, das ist nur die Recherche. Ob das jetzt wirklich stimmt, das kann ich nicht wirklich sagen. Wir haben ein schnell verstellbares Augenstück, also für Brillenträger etc. anpassbar. Wir haben einen gut greifbaren und ja, relativ leicht, aber auch nicht zu leicht funktionierenden Vergrößerungsbereich. Den Ring, den kann man wirklich ohne großen Aufwand drehen. Über diesen lassen sich dann insgesamt 5 Vergrößerungsstufen wählen. Also 3, 4, 6, 8, 10 und 12-fache Vergrößerung. Wir haben einen sehr großen Verstellturm für die Höhenkorrektur. Die große Markierung, die hilft dann zum Finden der Nulleinstellung. Sehr schön gemacht. Wir haben einen Zero-Stop, der ist mit dem Imbusschlüssel anpassbar. Dafür muss man dann lediglich den Verstellturm hier entfernen. Wir haben, wie gesagt, 1/10 Klicks. Die sind relativ gut fühlbar, weniger gut hörbar. In Summe haben wir pro Umdrehung 10 mm und komplett können wir das Zielfernrohr um 24 mm verstellen. Und das ist wirklich ein enormer Weg. Ja, und was noch phänomenal ist, das ist halt der riesengroße Verstellturm. Den kann ich selbst mit meinen großen Händen sehr schön greifen. Ihr könnt natürlich auch die Parallaxe justieren. Das fängt dann an bei 50 Yards und geht dann über die Einstellung 70, 90, 100, 200, 300 bis unendlich Yards. Die seitliche Korrektur, die ist ein wenig anders. Die braucht man nämlich eigentlich nur, wenn man das Zielfernrohr nullt. Der Rest, der wird nachher übers Absehen kompensiert. Wir haben hier in jede Richtung 5 ganze Mill nach links, nach rechts, die wir verstellen können. Und das sollte für die seitliche Korrektur mehr als ausreichend sein. So, und was ich natürlich noch vergessen habe: das Zielfernrohr wirkt eher taktisch, ist aber eigentlich für die Jagd gedacht.
Absehen befindet sich in der ersten Bildebene und wir haben natürlich auch mehrfach vergütete Gläser. Also man kann es auch für taktische Bereiche nutzen. Das zeige ich euch jetzt gleich mal und wenn ihr dann das Absehen seht, dann könnt ihr mir, glaube ich, folgen. Kommen wir als nächstes erstmal zu dem Absehen an sich. Das nennt sich G2H, ist ein Mildot-basierendes Absehen. Natürlich jagdlich angepasst. Der äußere Ring, den ihr hier hoffentlich erkennen könnt, er hat einen Durchmesser von 2 mm. Wir haben unterhalb zu sehen die Vorhaltemarken für die seitliche Korrektur. Und das ist das, was ich eingangs erwähnte, dass man die seitliche Verstellung vom Turm eigentlich gar nicht braucht. Weil hier könnt ihr dann sehen, wo der Schuss hingeht. Ihr könnt dementsprechend kompensieren und dann trefft ihr eigentlich auch. Das Absehen befindet sich, wie gesagt, in der ersten Bildebene. Es ist deswegen für das reine Scheibenschießen weniger geeignet als ein Zielfernrohr mit Absehen in der zweiten Bildebene. Aber es funktioniert trotzdem noch sehr gut. Also hier das Zielfernrohr, das werde ich nutzen für Entfernungen, ich denke bis zu 1000 Meter. Und damit sollte ich dann normale Zielscheiben noch ausreichend präzise treffen können. So, als nächstes zeige ich euch mal die diversen Zoomstufen. Das heißt, wir fangen an mit der Dreifach, gehen dann über Vierfach, Sechsfach, Achtfach, Zehnfach und Zwölffach. Der Schornstein im Hintergrund, der ist rund 200 Meter entfernt. Und in Realität ist das Bild natürlich wesentlich klarer. Also man kann es wirklich vergleichen mit einem Night Force. Ich denke, das ist das, was dem hier am nächsten kommt. Wie der aktuelle Preis für das Zielfernrohr in Deutschland nachher sein wird, das kann ich euch schwer sagen. Ich denke mal, irgendwo um die 1100 Euro, die ich bezahlt habe, wird sich das einpendeln. Weil es ist, glaube ich, noch bei kaum einem Händler gelistet. Das war Zufall, dass ich das hier gefunden habe und deswegen habe ich es mir auch sofort mitgenommen. Und ja, ist die Frage natürlich, ist es dann 1100 Euro wert? Und ich kann nur sagen, eigentlich ist es wesentlich mehr wert. Also ich würde das von der Qualität her eher in dem Bereich von 2000 Euro ansiedeln. Es ist ein Top-Glas und wenn ihr das kauft, ihr werdet den Kauf sicherlich nicht bereuen. Mein besonderer Dank, der geht diesmal an das Briesnitzer Arsenal in Dresden. Das ist mein Waffenhändler des Vertrauens und der konnte sich von diesem Ausstellungsstück hier trennen. Also ganz herzlichen Dank dafür, weil ich weiß, wie rar das aktuell noch ist. Ja, bedanken möchte ich mich natürlich auch bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video hier gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch mal bitte auf das Daumen-Hoch-Symbol unterhalb. Und sofern ihr noch nicht habt, abonniert doch bitte meinen Kanal. Also nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, bis demnächst bei Widerlader TV.